Hallo und herzlich willkommen zur neuen Leni und Toni Show, die Nummer 90. Manch einer wird gar nicht so alt. Das ist richtig. Manche Serie läuft einfach auch in Dauerschleife. Ja. Freunde, wir haben euch ja letzte Woche gesagt, es wird eine sehr spannende Woche und jetzt ist schon sämtliche Spannung vorbei für uns und sie war wirklich kaum auszuhalten. Vor allem heute Morgen, der Kartenleser hat eben seinen Führerschein gemacht. Also es ist schon, also das müssen wir irgendwie hier anders Ja, machen. Jede der Woche ist. rennen wir da Ja, so dann dagegen. kommen wir ein Stückchen weiter her. Es ist wirklich kaum auszuhalten. Das kann ich schon gerade allen sagen, die irgendwie darauf warten, dass das Kind einen Führerschein macht. Das ist so ein riesen, 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 riesengroßer Schritt. Weil normal, die gehen in die Schule und ja, und jetzt geht er ja schon so lange in die Schule. Und es ändert sich, also es passiert ja erstmal so nichts, ja, er geht in die Schule, ja. Aber so Aber jetzt. Führerschein ist schon. Und jetzt sind wir eben schon mit ihm gefahren, natürlich. Begleitendes Fahren, ja, natürlich. Sehr cool macht er das. Sehr cool. Wir sind ganz stolze Eltern. Ja, Leni ist ein bisschen nervös, aber er macht das gut. Stimmt. Ich Ja. bin ein bisschen nervös. Aber trotzdem stolz. Gut. Ja, wir starten jetzt in die neue Woche und dann gucken wir mal, was die alles noch so bringt. Wie gesagt, die Spannung ist eigentlich jetzt rum. Mal schauen, was noch Die passiert. Spannung ist rum. Naja, bei uns passiert auch immer was. So, meine lieben Freunde, wir stehen jetzt bei Udos Wagenpflege. Wir haben euch ja erzählt, dass wir am Donnerstag den Beetle herbringen. Das haben wir auch gemacht. Und dann wollten wir eigentlich mal mit Udo über den ganzen Schaum sprechen und sowas, aber der Udo war gar nicht da, weil er hat sein Wohnmobil weggebracht, das alte. Haben wir gesagt, gut, machen wir heute. Ist auch nicht so schlimm. Haben den Beetle hier gelassen, den zeigen wir euch. Der sieht geil aus, da war gar keine Beule drin übrigens. Ich Da weiß war gar noch nicht, nie was wir eine euch da drin. gezeigt haben. Also es war Ja. nicht unser Auto. Auf jeden Fall hat der Udo gestern das alte Wohnmobil weggebracht und heute ist er wieder nicht da, weil er das neue Wohnmobil abholt. Von daher sind wir mit dem Schaum nicht weiter, aber wir haben unser Auto schon. Ja. So, So, also. wollt ihr mal gucken? Da war doch keine Beule drin, oder? Ich weiß nicht, ob man es sieht, Nein. aber. Doch, man sieht, dass es total gerade ist. Und das ist nicht lackiert, das ist nur ausgebeult. Der Oder Dellendoktor der hat's Dellendoktor gemacht. hat es gemacht. So, Ja. also wenn ihr mal eine Delle im Auto habt, dann ruft ihr bei Udos Wagenpflege an und dann läuft es für euch. So, und mit dem Schaum müssen wir uns alle noch gedulden, weil wir wissen jetzt immer noch nichts. Von wegen, wir sind nächste Woche schlauer als heute, stimmt nicht. Wir warten noch eine Woche und dann wissen wir das. Hallo, liebe Freunde, ich habe was für euch entdeckt. Und zwar bin ich ja immer diejenige, also Toni fährt ja immer. Und ich bin ja immer diejenige, die da nach Campingplätzen guckt und nach Stellplätzen und wo wir so bleiben können über Nacht, wenn nichts mehr geht. So, dann bin ich immer im Internet unterwegs und gucke hier und gucke da und wühle so vor mich hin. Und manchmal ist es nicht ganz einfach, das Passende zu finden. Außerdem habe ich aber auch gerne immer Bücher dabei. Ganz bevorzugt den Camping- und Stellplatzführer vom ADAC. Und dann waren wir auch immer beim ADAC auf der Seite vom Campingführer eben. Und das wird jetzt umgewandelt. Das ist uns aufgefallen, das erste Mal am Caravansalon waren wir da auf dem Stand und sind aufmerksam drauf geworden. Das heißt jetzt dann zukünftig PinCamp. Also wenn ihr jetzt auf campingführeradac.de geht, werdet ihr automatisch weitergeleitet auf PinCamp. Und das ist dort ganz großartig, weil da sind jetzt nahezu alle Campingplätze aus dem Stellplatzführer. Und so wie ich gelesen habe, sollen auch noch alle Campingplätze aus ganz Europa Dazu dann kommen. demnächst dazukommen. Das ist ja cool. Eben. Weil ich mich ja nicht so auskenne mit diesen ganzen Führern und so, wenn ganz Europa dabei ist, ist ja auch nicht schlecht, oder? Ja, so ist das. Aber das, Und habe ich es jetzt richtig verstanden, dass das, was früher der ADAC Campingführer war, jetzt PinCamp heißt? richtig. Gut. Ja. Das kann ich aber auch mit pincamp.de anwählen. Machst doch nicht kaputt. Und vor allem. Also man kann das ganz gut nachlesen auf der Seite und wir haben auf der Messe auch ganz lange dort uns unterhalten. Das ist also ein junges Startup-Unternehmen vom ADAC und das heißt jetzt eben PinCamp. Das ist total neu und modern angelegt. Ich finde es sehr umfangreich. Also ich hatte jetzt Probleme, von der Seite wieder wegzukommen und habe da ein bisschen mich Das ist ja schon mal verdabbelt. schön, wenn es eine interessante Seite ist. Manchmal sind die ja auch ein bisschen tröge, aber wenn es ein junges Gar Team ist, nicht. dann wissen die schon, was sie machen, glaube ich, Ja, ne? also ist überhaupt nicht tröge. Es gibt auch, also erstmal, dass ihr, ich habe alle Campingplätze gefunden, die ich gesucht habe. Sagen wir mal so,
Die gab es schon mal alle. Und ich weiß, viele von euch fahren nicht einfach nur auf Stellplätze, sondern die suchen explizit Campingplätze aus. Und für die ist es dann natürlich sowieso hervorragend. Und es gibt verschiedene Kategorien. Also ihr müsst es euch unbedingt angucken. Ihr könnt zum Beispiel dann anklicken Camping im Winter oder Camping an der Nordsee oder Camping hier, Camping mit Hund, Camping mit Kind. Und dann bekommt ihr alle... Camping nach Region? Ja. Ah, auch Camping nach Region. Also es gibt ganz viele Kategorien, die man einfach aussuchen kann. Und dann kriegt man eben die ganzen Campingplätze angezeigt, die unter dieser Kategorie sind. Es gibt natürlich dann immer noch die vom ADAC geprüften Campingplätze. Das wollte ich jetzt fragen, ob es dann immer noch, weil das kennen wir ja, das haben wir jetzt auch schon ein paar gehabt, die vom ADAC ausgezeichnet waren und mit 5 Sterne plus und sowas. Das gibt es aber weiterhin noch. Ja. Heißen die dann Pink Camp? 5 Sterne plus oder heißen die nach wie vor ADAC? Ist egal. Das weiß ich schon, wie die heißen. Frag doch mal so komische Sachen. Ja, Entschuldigung, hat mich jetzt gerade mal so spontan interessiert. Aber das Gute ist, dass man eben auch selber jetzt als Nutzer diese Campingplätze beurteilen kann. Also ihr könnt euch dann da hinsetzen und könnt noch eine Bewertung schreiben. Und das finde ich immer gut. Also egal, wo ich immer gucke, ich bin immer dankbar, wenn dann noch Nutzerbewertungen dabei sind. Ja, lese ich dir immer vor. Ja, ne? Ja, weiß ich. Und dann sage ich immer, können wir weiterfahren. Da haben alle geschrieben, ist es laut und so. Ja, ja. Ja. Nee, das ist, ich finde das wichtig, ja. Diese Rezensionen, weil, gut, man merkt dann relativ schnell, ob die Rezension richtig ist oder nicht. Oder ob die zu einem passt oder nicht, aber ich finde es hilfreich. Ja, ja. Deshalb habe ich mich da ein bisschen verdaddelt. Habe so gelesen über Marfeld und Eiselstrand und Teichmann und es war hochinteressant, wenn man dann, naja. Ja, wenn man sie also kennt egal. Und dann nochmal liest. Ja. Und was ich auch super fand, es gibt da nochmal so eine, ich sag mal so eine Ratgeber-Extra-Seite unter PinCamp mit ganz vielen Tipps. Großes Thema ja bei uns allen, wie belade ich mein Wohnmobil richtig, so dass es nicht zu schwer ist. Habe ich gleich mal ein bisschen rumgelesen. Und dann gibt's aber auch sowas wie Kochrezepte und neue Kochbücher und Fernsehtipps und wie parke ich ein Gespann richtig ein, ist ja auch für viele interessant. Also alles rund um... Alles rund Camping, um... Wagen, Camping, Wohnmobil... Camping. Wie heißt das? Die neue Seite für Camper, glaube ich. Okay. Oder hier sind alle Camper richtig. Irgendwie so. Ah, klingt gut. Ja, und also für mich und für einige von euch auch interessant, auch bei Instagram und Facebook super. Ich verlinke euch das alles mal unten in der Infobox. Also ein rundum... Ein rundum Sorglos-Paket für Camper. Mhm. Mit Karte, wo die Campingplätze alle sind und so. Mhm. Mhm. Ich müsste dir das vielleicht auch mal zeigen, anstatt es nur allen anderen zu empfehlen. Vielleicht sollte ich da auch mal drauf gucken. Wäre vielleicht ganz Wäre gut, vielleicht nicht schlecht. Ja, mache ich auch gleich. Ja, warum auch nicht? Also eben, ja. Wenn ihr Campingplätze bewerten wollt, auch das werde ich euch gleich verlinken unten in der Infobox, könnt ihr einen 500€ Reisegutschein gewinnen übrigens. Also mal schnell einwählen und, ne? Ja. Gut. Gut. Das wollte ich euch unbedingt erzählen, weil ich bin ja hier im Auftrag der Camper unterwegs und suche immer schöne Campingplätze raus. Genau, also in meinem Auftrag sozusagen. Ja, weil du fährst, Sam. Genau. Ihr könnt auch... Das kommt auch immer gut an. Das sehe ich schon bei den 2 Reiseberichten, die wir selber jetzt geschrieben haben. Reiseberichte lesen. Das mache ich ja auch sehr gerne. Dann gibt es immer so kleine Ideen, wo man hinfahren könnte und wo es schön ist und so. Also Reiseberichte gibt es auch dort zu sehen. Und ab 2019 kann man wohl die Campingplätze auch dann direkt über pincamp.de buchen. Ist auch praktisch, weil wenn musst du dich von dem einen Campingplatz zum nächsten. Ich habe immer... So viele Seiten auf. Ja, ein Buchungsportal dann auch. Das heißt, also, wenn ich einen gefunden habe, kann ich draufklicken und kann gleich mal buchen oder anfragen. Ab nächstem Jahr. Die Seite ist noch am Werden und am Wachsen und am sich vervollständigen. Ja, wie das so ist. Das kennen wir ja. Gut, also schaut mal vorbei. Wir haben euch gesagt, dass ihr da einen Reisegutschein gewinnen könnt. Das ist das Allerwichtigste überhaupt. Dann könnt ihr Campingplätze bewerten und suchen. Erstmal suchen, dann hinfahren, dann bewerten. Mhm. Vorher noch Reiseberichte lesen, vielleicht hinterher auch noch einen schreiben. Und Tipps und Tricks erfahren. Das ist meine neue Seite. Also wenn mich einer sucht, ich bin bei PinCamp unterwegs. Alles klar. Freunde, ich muss euch unbedingt was zeigen, aber Toni meint, es ist viel zu dunkel, als dass ich euch das jetzt hier zeigen könnte. Ja, und darum baut er jetzt hier die Lampe auf. Die Lampe kannst du ja zeigen, das sieht man sie wenigstens jetzt. Weil, wie ihr sehen könnt, stehen wir hier in unserem Flur und hier ist es arg dunkel, zumindest auf dieser Seite. Und jetzt habe ich immer eine Lampe für dieses Schränkchen hier gesucht.
aber hier ist keine Steckdose. Und jetzt brauchten wir also eine Lampe, die ohne Steckdose funktioniert. Und haben wirklich, ich habe lange gesucht. Das und die auch ja noch einigermaßen hübsch ist. Also das kommt ja noch dazu, oder? Ja, hübsch wäre auch gut gewesen. Ja. Das drehe ich mal so, dann ist vielleicht besser. Ja, und jetzt habe ich diese Lampe gefunden. Sieht aus wie ein Mond. Steht hier auf so einem Dings. Kann man einfach aufladen mit USB. USB und braucht keinen Stecker. Akku hält bis zu 8 Stunden. Wir haben es noch nicht ausprobiert. Also wir haben sie gestern, ist sie gekommen. Und wir haben sie aufgeladen, hingestellt. Jetzt brannte sie gestern den ganzen Abend und heute Vormittag auch schon. Einwandfrei. Mit Fernbedienung. Man kann also die Farbe hier wunderbar ändern. Schaut mal. Also wir wollen sie nicht ändern. Es geht auch grün und es geht auch lila und noch grüner. Einfach blitzen lassen. Und ich kann sie auch blitzen lassen. Aber das möchte ich nicht. Nein. Also bei uns steht sie meistens so. Ja. Also jetzt die 2 Mal, in denen sie brannte. Auf jeden Fall bin ich ganz, ganz, ganz glücklich. Ich wollte es euch unbedingt zeigen. Sie macht zwar nicht unbedingt hell, aber irgendwie doch ein bisschen schöner als dunkel. So. Und das Allerfantastischste ist... Oh, es ist hell geworden. Toni hat Filmlicht angemacht. Das Allerfantastischste daran ist eigentlich, dass man es auch mit ins Wohnmobil nehmen kann. Das fand ich nämlich total großartig. Man kann sie nicht... Die ist nicht so groß und man kann sie super... auf den Tisch stellen. Also schaut mal, das ist meine Hand so daneben im Vergleich. 15 cm im Durchmesser. Aha. Da unten ist der Stecker. Da kann man sie dann aufladen. Und das ist so ein Holzgestell, da stellt man sie einfach... Nicht schlecht, gell? Also, und das Großartigste ist, das verraten wir aber nur euch, das sagt ihr euren Kindern nicht weiter. Kinder haben unfassbar viel Spaß dran, die Eltern dann damit zu ärgern, wenn die Lampe immer mal grün ist, wenn man auf einmal wieder vorbeikommt. Man kann die übrigens hier auch ausmachen, so zack. Nee. Und man kann die Farbe damit verstellen, wenn man da drauf... Halt mal länger drauf, vielleicht geht's dann aus. Tatsächlich. Zauberei. Zauberei. In meinem Glück musste ich euch zeigen, dass wir endlich eine Lampe ohne Kabel gefunden haben, die man auch noch mit ins Wohnmobil nehmen kann. Wir backen schon wieder. Ja, weil nämlich die Äpfel, der Apfelkuchen ist ja so sensationell gut angekommen. Und Äpfel gibt es ja immer noch. Und da haben wir nämlich jetzt nochmal, ist uns eingefallen, wir haben noch ein schönes Rezept für Äpfel zu verwerten. Haben wir letzte Woche erzählt. Haben wir das schon erzählt? Ja, haben wir angekündigt. Wir backen diese Woche nochmal für den Festäpfel von den 1,6 Tonnen, die übrig geblieben sind. Genau, also gebacken wird es eigentlich nicht. Also doch, wird schon gebacken, aber es heißt nicht Kuchen, sondern warmer Apfelauflauf. Das Rezept hatten wir mal aus dem Fernsehen vor 10 Jahren. Laferlicher Lecker. Vor 10 Jahren. Das ist ganz krass. Ja, Laferlicher Lecker. Ja, ja, ja. Und seitdem gab es das jedes Jahr im Herbst. Das ist großartig. Und es ist genauso einfach wie der Apfelkuchen von Tante Uli. Eigentlich noch einfacher, weil ihr müsst nur 500 Gramm Äpfel schälen und nicht 2 Kilo. Und dann rührt ihr auch alles schön hier einfach in eine Auflaufform rein, ab in den Ofen. Und das ist perfekt, wenn nachmittags... Wenn ihr vom Spaziergang heimkommt oder ja durchgefroren seid und dann eine Tasse Tee und eine Tasse Kaffee und dann der warme Apfelauflauf dazu und schön auf die Couch kuscheln. Oh, ich habe unfassbar viele schöne Erinnerungen daran, wie wir das gegessen haben. Oder als Nachtisch. Also als Nachtisch. Haben wir auch schon gemacht. Ja, als Nachtisch für ein schönes Menü, ja, wenn Gäste da sind oder für Weihnachten. Dann noch eine Prise Zimt reinmachen. Also nicht viel, aber so eine Prise. Schmeckt ja immer gleich weihnachtlich, wenn man Zimt reinmacht. Gell? Und dann als Nachtisch fürs Festtagsmenü. Auch nicht schlecht. Und jetzt natürlich eine Kugel Vanilleeis dazu. Aber jetzt steht ja erstmal St. Martin an. Und vielleicht geht ihr dann, habt ihr auch Besuch. Und dann könnt ihr vorher Martinsgans essen, dann den Apfelkuchen und dann Laterne laufen gehen. Zum Beispiel. Ja. Oder nach dem Laterne laufen den Apfelkuchen. Dann freuen die Kinder. Obwohl, die haben dann Wegmännchen gegessen. Ist auch egal, wir machen das jetzt einfach, weil ich habe Hunger. Ist ja ganz was Neues. Also. Was brauchen wir? Wir brauchen die 500 Gramm Äpfel, das haben wir schon gesagt, ja. Wenn sie ein bisschen, also wenn sie nicht so sauer, wenn sie kräftig sauer sind, dann ist es eigentlich ganz gut. Wenn sie schon ein bisschen süßer sind, dann mache ich immer noch einen Spritzer Zitronensaft drüber und dass es ein bisschen anziehen, durchziehen, dass sie ein bisschen mehr Säure haben, dann schmeckt das kräftiger. 60 Gramm Mehl, 60 Gramm Zucker. 3 Eier. Vanille, also entweder nehmt ihr eine Schote und kratzt sie aus oder nehmt Vanillezucker oder ich habe jetzt hier Vanillearoma. Geht auch, also. Geht alles. Ja. So, dann braucht ihr nur hinterher noch ein bisschen Puderzucker drüber und ein bisschen Margarine, um die Form auszufetten und das war's schon. Genau. Ganz einfach.
So, Freunde, eine halbe Stunde später, ich bin kurz, mein Magen knurrt schon. Ein bisschen auskühlen lassen, weil der ist ja natürlich heiß, klar, gell? Aber wenn er so lauwarm ist, So, Freunde, wir haben uns jetzt überlegt, wir machen einfach nochmal den super leckeren Apfelauflauf und zwar diesmal im Omnia-Backofen auf dem Balkon. Haben wir ja gesagt, wollen wir machen mit dem anderen, aber den habt ihr ja schon probiert im Omnia, funktioniert ja, also haben wir gedacht, probieren wir es mit dem Apfelauflauf. Ja, das heißt, das Problem mit den 5 Eiern durch 2 ist immer noch nicht gelöst, ne? Nein, es war ein Scherz. Wir hätten 2 Eier genommen und hätten ein bisschen aufgefüllt. Es gab genügend Lösungsvorschläge von eurer Seite, die sehr konstruktiv waren. Ja, stimmt. Aber kannst du kurz sagen, dass das ein Scherz war? Scherz. Außerdem scheint die Sonne draußen. Naja, also vorhin sah es so aus, als würde die Sonne scheinen. Da haben wir uns gedacht, das ist jetzt die Gelegenheit, den Omnia mal auf den Balkon zu stellen und die ganze Straße mit Apfelkuchenduft zu verwöhnen. Einmal Teig, Äpfel, Silikonform, Omnia, ab aufs Gas. Wo ist denn das Gas? Ey, draußen. Wir sind gespannt. Volle Pulle, draufgestellt, wie viel Uhr haben wir denn? 1? Müssen wir jetzt mal auf die Uhr gucken. Kurz vor eins. Kurz vor eins, volle Pulle. Also wir treffen uns in 30 Minuten wieder hier. Also ich würde sagen... Das ist gut. Es ist zu heiß gewesen insgesamt, weil ringsrum ist es ein bisschen zu warm. Also das ist aber jetzt auch schon 10 Minuten länger als eine halbe Stunde. Ja, kleinere Stufe hätte gereicht. Also, liebe Freunde. Der Kardak hatte zu viel Power, so Punkt. Also, das ist jetzt meine erste Vermutung, dass der einfach zu heiß war. Ja, also ich habe den ja auf volle Pulle gestellt und das war vielleicht ein bisschen viel. Ja, also, es ist ringsrum schwarz. Wir knabbern das jetzt so da raus. Ich würde mal sagen... 25 Minuten reichen, weil durch ist er auf jeden Fall und lange nicht volle Power. Genau, also ich würde auch nicht volle Power machen. Ich würde klein anfangen und dann gucken, was passiert. Also mit 25 Minuten werden wir vielleicht nicht hinkommen, wenn man kleiner stellt. Aber also da müsste man sich mal rantasten. Das war suboptimal. Stimmt. Also der Auflauf war trotzdem lecker. Ja, das Verbrannte muss man ja nicht essen. Ja. Und das nächste Mal machen wir ein bisschen langsamer und dann gucken wir vielleicht öfter mal rein. Und dann wird das auch besser. Ja, das könnte sein. Weil wenn man natürlich 10 Minuten wartet, obwohl man sagt eine halbe Stunde und dann wartet man 40 Minuten, weil man ja gerade noch eine E-Mail fertig schreiben muss, ist auch nicht ganz günstig. Ja, das war voll unsere Schuld. Vor, bumm, aus, fertig. Ja. Also... Ich sag ja, 25 Minuten und nicht ganz volle Pulle. Jetzt kommt doch auf euren Herd an. Ja, na klar, das ist logisch. Jetzt hier also bei uns steht es wunderschön geschützt. Ich sag noch, ja. Das läuft gut auf dem Balkon. Gut. Ja, ein Thema haben wir noch. Und zwar werden wir immer mal wieder angesprochen auf das Thema Diesel. So, ja, ist natürlich eine ganz große Mistsache, ja, wo die Industrie versagt hat und in meinen Augen auch die Regierung völlig versagt und gut, ist egal, auf jeden Fall müssen wir irgendwie damit leben, ja. Ich sage ja immer, das wird alles viel heißer gekocht, als es am Ende gegessen wird, Thema Fahrverbot und so weiter, aber wir müssen uns damit auseinandersetzen und jetzt gibt es die Initiative c-kennzeichen.de. Vom Deutschen Caravaning Institut und der Herr Goldschmidt. Die haben das zusammen initiiert und möchten erreichen, dass ein C-Kennzeichen eingeführt wird. Ihr habt vielleicht schon mal davon gehört, wenn nicht, ich sag's nur mal ganz kurz. So wie das H für historisches Fahrzeug möchten die ganz gerne ein C-Kennzeichen einführen, das dann von Fahrverboten ausgenommen wird, das dann günstigere Steuerklassen und so weiter und so weiter und so weiter. Ganz genaue Informationen auf c-kennzeichen.de. Und was jetzt ganz wichtig ist eigentlich, jeder kann diese Petition unterschreiben, die dann in den Bundestag eingereicht wird oder werden soll, damit es überhaupt mal ins Rollen kommt, damit die Regierung überhaupt mal und der Bundestag überhaupt mal darauf aufmerksam gemacht wird. Und je mehr natürlich da unterschreiben und mitmachen, umso mehr Gewicht und so mehr Einfluss haben wir vielleicht oder haben die Initiatoren da vielleicht. Das wollte ich nur mal sagen. C-kennzeichen.de
Petition unterschreiben, vielleicht können wir was bewirken. Das ist das, Entschuldigung, wo wir auf der CMT schon drüber gesprochen haben, mit denen von auch... Ganz genau, auf der CMT im Januar. Im Januar haben wir mit den Initiatoren von dem... Von dem Weltrekord in Valdüren da, von dem Konvoi uns unterhalten und das sind sozusagen fast die gleichen Leute, die das jetzt da initiieren für dieses C-Kennzeichen, ja. Also ich finde es eine gute Sache, hoffen wir, dass es was bringt, aber wie gesagt, je mehr Leute da mitmachen, unterschreiben, umso mehr bewirkt es dann am Ende hoffentlich auch. Danke Bruni und Wolfgang, ihr habt uns den Link nochmal geschickt. Ich verlinke das auch in der Infobox und dann geht's los. Das fröhliche Unterschreiben. Ja, richtig? So sieht's aus, ja. Okay. Ja. Dann wollten wir noch sagen, nicht vergessen, am kommenden Wochenende sind wir am Samstag auf dem Hochheimer Markt. Hochheim am Main, da ist Markt, da gibt es alles Mögliche. Da waren wir schon 18 Jahre nicht mehr. Ja, da waren wir schon ewig nicht mehr, aber Wohnmobil United ist da vertreten und da kommen wir natürlich mal wieder hin. Und also da kann man alles Mögliche... Ich gehe aber auch wieder an Plätzchenstand. Ja, das kannst du machen, ja. Also Plätzchenstände und Fahrgeschäfte und Essen und alles Mögliche, was man halt so auf solchen Märkten halt bekommen kann. Ist riesig groß, also lohnt sich wirklich. Samstag sind wir da. Ich habe das total vergessen, dass wir am Samstag da sind und freue mich gerade total, weil ja meine letzten Shoppingversuche auf dem kalten Markt nicht so waren. Und es ist ja jetzt dieses Wochenende wahrscheinlich nicht so kalt wie auf dem kalten Markt und dann freue ich mich. Vielleicht gibt es da noch ein bisschen... Schauen wir mal. Hochheim auf jeden Fall Weingegend, also da sind auch etliche Weinstände. Ach, es wird immer besser. Ja. Wahrscheinlich gibt es auch Glühwein und Kaffee und Waffeln. Selbstverständlich. Also Freunde, ich weiß nicht, wo ich bin, aber irgendwo... Genau. So, ich habe noch ganz kurz, wenn ihr die Mondlampe bestellen wollt, ich habe 10% Leni und Toni Rabatt rausgeholt, weil die nämlich so schön ist. Das ist doch was. Finde ich auch. Ist alles unten verlinkt. Ihr wisst ja. Link unten, diesmal eine ganz große Infobox, glaube ich. Ich glaube auch. Ich weiß gar nicht, ob man so viel da reinschreiben kann. Wenn nicht, guckt ihr auf unsere Internetseite. Ja, da steht es dann auch. So, Freunde, das war's für diese Woche. Ich glaube, die Leni und Toni Show ist diese Woche 45 Minuten lang. Ja, 45 nicht, aber ist schon ganz schön, ist mal wieder umfangreich. Aber das ist halt mal so, mal ist eine Woche ein bisschen mehr oder interessanter oder da sind wir mitteilungsbedürftiger und manche Woche ist halt nicht so, Punkt. Ja, aber das wisst ihr noch. Bin ich manchmal nicht mitteilungsbedürftig? Du quasselst immer. Also, Freunde, macht es gut. Wir sehen uns alle am Samstag auf dem Hochheimer Markt. Na klar. Bleibt alle gesund und fröhlich. Es ist auch nicht schlimm, dass November ist, dass es diesig ist und dass es neblig ist. Da kann man es sich nämlich auf der Couch richtig gemütlich machen, Tee trinken und einkuscheln und fertig. Und sich auf Weihnachten freuen. So. Jawohl. Ich glaube noch 49 Tage oder so und dann ist soweit. Macht es gut jetzt. Tschüss. Tschüss. Bis Samstag.